Und? Hast du das Geld? Nee, noch nicht. Schade. Montag, Sie kriegen es am Montag. Das hören wir jetzt seit 14 Tagen. Allmählich wird das langweilig. Bestimmt, jetzt Montag. Versprochen. Montag. Ganz sicher, ich treffe Freunde, gute Freunde am Wochenende. Dann hoffen wir mal, dass es wirklich gute Freunde sind. Wann fängt dein Klassentreffen noch mal an? Vor einer Stunde. Aber ich muss da echt nicht hin. Wie, du musst da nicht hin? Immer wenn ich Leute von früher sehe, wird mir schlagartig klar, wie alt ich eigentlich wirklich bin. Ja, das kann ich verstehen. Komm, lass uns einen Abschleppdienst rufen und zurückfahren nach Münster. Was? Weißt du, wie teuer das ist? Außerdem, wenn ich sage, ich fahre dich dahin, dann fahre ich dich dahin. Ich meine, so ein Klassentreffen hat man auch nicht alle Tage. Nee, aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Also ruf einen Abschleppdienst. Nein, das ist völlig sinnlos. 40 Kilometer sinnlos hin, 40 Kilometer sinnlos wieder zurück. Aber du kriegst das mit dem Motor doch nicht in den Griff. Ja, dann rufe ich Alex an, die hat einen Wagen und kann uns helfen. Ich denke, die hat keine Zeit. Die Ausrede kenne ich, keine Zeit. Aber ist es kein Trost, gute Freunde zu haben? Freunde, mit denen wir lachen können, wenn es uns gut geht. Freunde, mit denen wir weinen können, wenn wir traurig sind. Freunde, die uns in Ruhe lassen, wenn wir Ruhe brauchen. Freunde. Hallo? Sind Alex. So, ach, wieso gehst du ans Telefon? Ich denke, du hast keine Zeit. Ich dachte, es wäre was Wichtiges. Ist es auch. Pass auf, ich habe ein Problem mit meinem Wagen und Georg nörgelt die ganze Zeit rum, weil er zu seinem Klassentreffen will. Hey, sag mal, ich stehe hier mitten auf dem Friedhof, du Idiot. Und du laberst mich voll, dass Georg rumnervt. Ja, jetzt ist er. Will er es natürlich nicht, wie immer. Ecki. Ihr beide bringen dich nicht noch mal unter die Erde. Ecki? Ja, ich weiß. Ecki. Tut mir auch leid. Hey! Ich glaube, du hast die Handbremse nicht angezogen. Danke. Wofür? Dafür, dass du unseren Wagen aufgehalten hast. Darf ich vorstellen, Hannelore Ullmann. Wir waren früher auch in einer Klasse. Guten Tag. Tut mir leid. Wir hatten ein Problem mit dem Wagen und auf einmal fing ich hoffe, du bist nicht versichert. Ich? Bin nur der Beifahrer. Der Beifahrer? Jetzt bin ich vielleicht auch ja, noch dran schuld. Ja, aber ich hab dir zweimal gesagt, du sollst die Hand Georg, ich hab die Schnauze! Ich bin eben nicht mehr so gutmütig wie früher. Ja, eine ihrer hervorstechendsten Eigenschaften. Neben meinem Sex-Appeal, nicht? Und deinem untrüglichen Sinn für Humor. Sag mal, hast du noch Platz in deinem Wagen? Nein. Ich hätte absagen sollen. Wozu soll man sich schon wiedersehen? Nur um von jedem bestätigt zu bekommen, dass die beste Zeit des Lebens vorbei ist und das meiste davon auch noch ziemlich beschissen war. Schön, dass du dir deine rosarote Weltsicht bewahrt hast. Wieso? Bist du immer noch der unverbesserliche Optimist? Sehe ich so aus? Nö. Entschuldigung, können Sie ein bisschen langsamer? Wer ist denn das? Deren Freund. Dein Freund? Ja, wieso? Ach, nur so. Klang so, als hättest du was gegen Freunde. Nein, ist doch schön, wenn du einen Freund hast. Sag mal, sterben deine Patienten eher auf dem OP-Tisch oder nimmst du die vorher zu einer Spritztour mit? Angst vorm Tod? Nee. Aber sterben würde ich gerne in anderer Gesellschaft. Bleibst du etwa das ganze Wochenende? Und selbst? Kommt drauf an. Worauf? Ob ich euch länger als ein paar Stunden ertrage. Dann werden wir uns mal Mühe geben. Willkommen im Schlosshotel Solder. Thomas? Georg? Eindrucksvolles Eigenheim, schön rausgeputzt. Gerade in der Renovierung. Wenn ich gewusst hätte, was das kostet, hätte ich das Erbe wahrscheinlich ausgeschlagen. So wird wenigstens noch was aus dir. Wusstest du, dass ich schon immer eine Schwäche für Hoteliers hatte? Danke für die Drohung. Ihr seid natürlich die Letzten. Das liegt an Georg und seinem Begleiter. Ach, Thomas Achtermann. Ich wusste nicht, dass du noch jemanden mitbringst. Der muss nur schnell einen Abschleppdienst anrufen. Komm jetzt.
Schade, dann kann ich ja deine anderen Klassenkameraden gar nicht mehr kennenlernen. Beim nächsten Mal. Ja, doch weniger, als ich befürchtet habe. Ach, du bist doch selber nie gekommen. Wieso eigentlich heute? Bist du auf deine alten Tage noch sentimental? Ich hatte gehofft, du bist tot. Hast du eigentlich immer schon 20 Jahre älter ausgesehen als ich? Irrewitzig. Wir bleiben noch übers Wochenende hier. Der harte Kerl. Tja, auf unser Wohl. Mensch, Mario, pass doch auf. Ach, nee. Was willst du denn hier? Mich damit abfinden, dass du auch hier bist. Unser alter Klassensprecher. Immer noch bei deinem Konzern? Konzern? Ja, da hast du doch nach dem Studium angefangen, als Justiziar. Na ja, angefangen. Man macht ja nichts ewig. Sag bloß, du bist hoch in den Vorstand. Nee, mehr freiberuflich. Wie? Freiberuflicher Vorstand? Freiberuflicher Antiquar. Was denn, du handelst jetzt mit gebrauchten Büchern? Ist das dein Ernst? Nee, ich mach's zum Spaß. Ich denke, ich habe Hannelore schon gesehen. Hat sich ganz schön verändert. Ziemlich abgenommen. Im Gegensatz zu dir, ja. Ist die immer noch Chirurgin? Der möchte nicht auf dem OP-Tisch liegen. Wer redet denn von OP-Tisch? Willst du nicht auch jemanden abschleppen? Zu irgendwas muss dein dickes Konto ja gut sein. Nur kein Neid. Ich kann so oder so beeindrucken. Darf ich Ihnen was anbieten? Also nichts Stärkeres. Wie meinen Sie? Nee, so war das nicht gemeint. Entschuldigung, danke. Hallo, Georg. Hallo, Franziska. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du kommst. War eine kurzfristige Entscheidung. Aber eine gute. Geht's dir so gut, wie du aussiehst? Ich bin frisch geschieden. Hey, herzlichen Glückwunsch. Na ja. Schön, dich zu sehen. Bernhard. Bist du schon lange hier? Nein, ich... Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Ich bin eben durch den Hintereingang. Bist du zu Fuß hier? Ja, ich wandere ganz gern. Red keinen Stuss. Hast du jetzt noch nicht mal mehr Geld fürs Taxi, wie? Ich hab Geld. Komm bloß nicht dran gerade. Also, nur ein Buchungsfehler, reiner Buchungsfehler. Spätestens in 3 Tagen habe ich wieder Zugriff. In 3 Tagen, so, so. Und bis dahin gehst du zu Fuß. Bis dahin, ist nicht wirklich ein Problem, aber... Wenn du mir vielleicht, ich meine, ich ist nicht viel. Was denn? Ich? Ausgerechnet ich soll dir Geld pumpen? Ich bitte dich, Mario. Ich war im Gefängnis. Für dich, für deine Firma. Du warst im Gefängnis, weil du unsere Buchführung geschönt hast. Und das hast du doch gewusst. Ich hatte keine Ahnung. Damals nicht und heute auch nicht. Ich wusste gar nicht, dass Hannelore lächeln kann. Naja, wenigstens nimmt es sie jetzt endlich mal wahr. Was hätte sie früher drum gegeben? Echt? Hat sie früher? Ja, sie war immer in Thomas verknallt. Aber sein Vater hätte sie nie akzeptiert. Sie war früher doch überhaupt nicht sein Typ. Ja. Menschen ändern sich. Manche schon. Hey, Bernhard. Klassentreffen-Depression? Wie? Klassentreffen-Depression? Nein, nein, nein. Schön. Sehr schön, euch zu sehen. Alle. Auch dich. Mensch. Ich habe dir schon vor 30 Jahren gesagt, schleim dich nicht immer so an. Ja, du hast gut reden. Dir ist damals schon immer alles zugeflogen. Klar, dass du Karriere machst. Ja, findest du? Die Lehrer mochten dich. Du hast die guten Noten gekriegt. Ich meine, du warst oftmals ganz schön dreist. Aber die Noten hast du trotzdem gekriegt. Jetzt hör mal auf mit den Noten. Wie geht's dir denn sonst? Alles klar? Alles klar, Gaga, ja. Nur. Was denn? Ach, so ein kleines Bankproblem. Mein Spezialgebiet. Ja.
Wie kommst du so mit den Banken klar? Och, Mann, kannst du mir vielleicht helfen? Aushelfen, nur kurz, mit 3.000 Euro. Garantiert Rückzahlung, Ehrenwort. Ich meine, ich bin ja nicht pleite. Aber ich... Jetzt warte mal, Georg, hör auf. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, du bist doch nicht pleite. Du verarschst mich, so wie früher. Nein, Bernhard, ich verarsch dich nicht. Das hast du früher auch mal gesagt. Das habt ihr früher auch mal gesagt, ne? Sag mal, habt ihr früher auch mal gesagt, ne? Als ihr gesagt habt, die Franziska, die will was von dir. Ist keine Verarsche, habt ihr gesagt, ne, Georg? Ja, Bernhard, wie ihr gesagt habt, die Franziska, die wartet heute Nacht vor der Turnhalle auf dich. Und wie ich dann auch nachts vor die Turnhalle bin und gewartet hab. Und dann einer von euch aufs Dach mit dem Eimer, ne, Georg? Mit dem Eimer ja auch über mich. Und ihr habt alle gesehen und habt euch halb tot gelacht. Ja, jetzt lass mal gut sein, Bernd. Halb tot gedacht habt ihr euch! Ihr Schweine! Ja, wir waren damals halbe Kinder. Halt's Maul, du Arschloch! Ihr seid alle seid ihr Arschloch hier! Und du, Mario, du bist das größte Arschloch von allen hier! Jetzt mach mal halblang, ja? Du wirst schon sehen, ihr werdet alle schon sehen. Ich werde euch fertig machen. Euch alle! Jetzt ist mal gut! Und mit dir fang ich an, hey. Hörst du? Hey, ich red mit dir, du weiß verlorenes Schwein! Lass mich! Bernhard. Das ist schlecht. Mir auch. Ich wollte das nicht. Ja, ist schon klar. Ja, nein, ich wollte. Ich muss an diesem Wochenende. Hey, 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 hey. Ich wollte, ich muss dieses Wochenende. Ja, ja. In Ordnung. Ihr seid mir was schuldig, ihr alle. Und was? Schluch. Selber Arsch. Schönen Abend werden können. Ist doch ein schöner Abend. Bernhard hat noch nie viel vertragen. Hätte nicht gedacht, wie viel Bitterkeit in ihm steckt. Hat sich eben einiges angesammelt bei ihm. In all den Jahren. Der soll jetzt erstmal seinen Rausch ausschlafen. Morgen wird's ihm leid tun. Klar, bei dem Kater, den er morgen hat. Ich bin jedenfalls froh, dass wir alle hier sind. Über so manchen freue ich mich auch. Schon komisch, wie ihr euch alle verändert habt. Ach komm, wir sind doch noch genauso wie früher. Traurig, oder? Sag mir, dass das ein Albtraum ist. Die nächstgelegene Werkstatt kann die Ersatzteile für meinen Wagen erst Montag früh besorgen. Du willst ja nicht etwa das ganze Wochenende hier bleiben? Womöglich noch in meinem Bett? Immerhin bist du daran schuld, dass ich hier bin. Wenn du dir ein Taxi genommen hättest, wäre das alles nicht passiert. Dann nimm dir doch ein eigenes Zimmer. Ines hat gesagt... Ines? Wer ist denn Ines? Ines, die Kellnerin, mit der ich gesprochen habe. Sie hat gesagt, außer dem belegten Zimmer ist sonst noch keins fertig renoviert. Also hat sie mich hier reingelassen. Wie hoch war denn das Trinkgeld? Danke, mein Charme hat noch gereicht. Ja, was ist jetzt? Muss ich in die Besenkammer oder was? Da ist schon Boris Becker. Sehr witzig.
Außerdem, wenn du dich nicht so breit machst, ist hier noch genug Platz. Morgen früh bist du weg. Bernhard! Ich bin's. Georg, wie siehst denn du aus? Frisch geduscht. Komm, Anna. Ist schon jemand von meinem Team da? Nein, du bist die Erste. Jetzt beeil dich. Das wäre das erste Mal, dass mir eine Leiche davonläuft. Schicke Decke. Ertrunken. Ja. Du vermutest ein Verbrechen? Ja. Mord? Mhm. Habt ihr bei eurem Klassentreffen eigentlich viel gebechert? Anna, ich schwöre dir, der trieb da mitten im Becken. Springer hier. Der Tote im Schlosshotel war falscher Alarm. Ihr könnt wieder nach Hause fahren. Lieber Georg, ich danke dir für eine unvergessliche Nachtfahrt. 40 Kilometer bei Wind und Nebel. Aber sonst alles okay? Ja? Hübsche Zimmer, gute Küche. Was machst du denn hier? Ich konnte nicht schlafen, da dachte ich, ich schwimme noch eine Runde. Guten Abend. Guten Abend? Willst du mich nicht vorstellen? Ist Mario Reitz, ein alter Schulkamerad von mir. Sehr erfreut, gnädige Frau. Und Sie sind? Anna, Georgs Frau. Ach so, ich wusste gar nicht, dass du... Ich wusste auch nicht, dass sie heute Nacht noch auftaucht. Ach, dann bleiben Sie nur kurz. Ja. Mann, ich habe das ganze Wochenende Zeit. Das ganze Wochenende? Mhm. Musst du nicht in deinem Laden bedienen? Mach Tante Overbeck. Tante Overbeck, verstehe. Na ja, dann können wir jetzt auf unser Zimmer. Ja, es tut mir leid, die Fahrt war wirklich lang. Ich bin Kommst ziemlich du? Müde. Ja, doch. Ja, Schatz. Meine Frau. Was hätte ich denn sagen sollen?
Hätte ich sagen sollen, mein alter Bekannter Wilsbeck ist senil geworden. Hat mich gerufen, weil er im Pool eine Leiche entdeckt hat, die es gar nicht gibt. Jetzt eben auf die Schnelle was erfunden. Ich hab auf die Schnelle was erfunden. Aber doch nicht meine Frau. Und dann auch Tante Oberbeck. Genau da stand Bernhards Reisetasche. Abgesehen davon, dass das hier Hausfriedensbruch ist. Könnte es nicht sein, dass der Ertrunkene frühzeitig abgereist ist und den Schlüssel ganz ordnungsgemäß an der Rezeption deponiert hat? Gab es Drogen heute Abend? Anna! Georg, du verträgst das Zeug nicht mehr. Kleinste Mengen können zu Halluzinationen führen. Wenn du mir nicht glaubst, dann fahr doch wieder nach Hause. Nö, jetzt wo ich da bin, bleibe ich ja auch. Und zwar auf deine Kosten. Ich hätte gerne eine Suite. Bis auf die belegten Zimmer ist keins renoviert. Es sind natürlich unzählige Möglichkeiten, jemanden verschwinden zu lassen. Tut mir leid, wir sind leider ausgebucht. Okay. Wer ist hier zuständig? Wieso? Na, Sie wohl offensichtlich nicht. Also, wo ist mein Team? Welches Team? Die Spusi. Bitte was? Spurensicherung. Sind die Jungs schon bei der Leiche? Welche Leiche? Ist nicht gut für ihr Image, ist schon klar. Aber Job ist Job. Ja, natürlich. Glauben Sie mir, viel Lust habe ich auch nicht. Sicher, aber darf ich fragen, zu welchem Team Sie gehören? Mordkommission Münster. Natürlich. Warum natürlich? Einfach nur so. Einfach so. Okay, die Zeit ist knapp und ich habe keine Lust, hier die ganze Nacht mit Ihnen... Sekunde. Ja. Falscher was? Und weshalb erfahre ich das erst jetzt? Wieso Polizeifunk? Ich habe mein Handy! Ach so. Ach so. Ja, das stimmt. Gut. Danke. Hab gerade erfahren, der Mord ist woanders. Wiedersehen. Oh Mann, ey, gib's doch auf, Georg. Es gibt zig Möglichkeiten, in so einem alten Gemäuer eine Leiche verschwinden zu lassen. Zumal sie ja unsichtbar ist. Vielleicht arbeitet der Täter im Hotel und hat für jedes dieser Zimmer einen Schlüssel. Und wenn nicht, muss er sich auf jeden Fall bemühen, die Leiche heute Nacht verschwinden zu lassen. Du bildest dir ein, dass ich vor dem Hotel heute Nacht mit dir Wache stehe? Da hast du dich geirrt. Ich will nämlich nur ins Bett. In welches? Notfalls in deins. Und vergiss nicht, unsere Ehe basiert auf getrennten Schlafzimmern. Georg? Was machst denn du hier? Autopanne. Radio Schofel, Münsters ultimative Welle, grüßt alle Loser und zu kurz gekommenen. Das heißt, wenn ihr gerade Frust schiebt, euch die Alte verlassen hat oder ihr sonst irgendwie schlecht drauf seid, bloß keine Panik, es könnte noch viel schlimmer kommen. Wir zwei Detektive. Guten Morgen. Morgen. Hast du gut geschlafen? Die Leiche muss noch hier im Hotel sein. Ja klar, guck dich mal im Spiegel an. Anna! Aber vielleicht war das ja auch nur ein Albtraum, Georg. Langsam kommt es mir so vor.
Also, wenn dir ein Mord passiert wäre, dann hätte ich das sicherlich gehört bei meinem leichten Schlaf. Morgen. 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 Sag mal, Mario wollte mich auf den Arm nehmen. Der läuft hier rum und erzählt, deine Frau wäre heute Nacht gekommen. Guten Morgen. Morgen. Wir beide, wir sind... Leben eigentlich getrennt. Hm. Oh. Warum hast du denn gestern Abend nichts davon erzählt? Ist mir irgendwie entgangen. Ich meine... Ich brauche einen Kaffee. Morgen. Ein Freund von mir. Ja, Hannelore hat sowas erzählt. Hast du gut geschlafen? Ja, wunderbar. Keine Stimmen, keine Geräusche? Ich schlafe immer mit Watte in den Ohren, da höre ich nichts. Hätte ich auch besser tun sollen. Kommst du mit frühstücken? Gerne. Georg! So früh schon unterwegs? Von nix kommt nix. Jeden Morgen 3 Kilometer. Im Auto? Quatsch, hier ist ein Waldstück, da lässt sich gut laufen. Du machst wohl gar nichts mehr, wie? Ich jongliere. Tatsächlich? Mit Gedanken. Dann lass mal nichts fallen, du. Hast du Bernhard gesehen? Das Weicheis ist abgereist. Thomas hat vorhin den Schlüssel an der Rezeption gefunden. Gott sei Dank, so haben wir wenigstens ein entspanntes Wochenende. Ist da was draußen? Nein. Du bist wirklich eine wunderschöne Frau. Warst du schon immer. Dieses Herumgesäuse glaubt dir doch kein Mensch. Heute Nacht konntest du gar nicht genug kriegen davon. Ich kann eben lügen, ohne rot zu werden. Mir ist es wirklich ernst. Für mich ist das nicht nur so eine Wochenendgeschichte. Für dich? Frag mich nach dem Wochenende noch mal. Warum bist du eben weggerannt? Nur um dich mit Mario anzulegen? Quatsch. Weißt du eigentlich, dass Bernhard nicht mehr da ist? Wie? Nicht mehr da? Naja, der scheint heute Nacht abgereist zu sein. Ich dachte, er hängt vielleicht mit Mario zusammen. Ach so, ja. Ja, das kann gut sein. Die hatten ja mal eine Geschichte miteinander. Was denn für eine Geschichte? Weiß ja nicht. Bernhard war doch Buchhalter in Marios Firma vor 2-3 Jahren. Und dann kam irgendwann die Staatsanwaltschaft, Steuerhinterziehung. Ja, Marios Firma hat's überlebt, aber Bernhard wurde entlassen. Warum? Weiß ich nicht genau. Frag's am besten Mario. Möchten Sie einen Kaffee? Sie sehen so aus, als könnten Sie einen gebrauchen. So schlimm? Sagen Sie, haben Sie wirklich kein anderes Zimmer, was ich nehmen kann mit einem eigenen Bett? Die anderen haben leider noch keine Möbel. Ich könnte allerdings mal nachfragen, ob wir ein Gästebett haben. Das können wir dann bei Ihrem Freund aufstellen. Ach, das geht nicht. Der braucht jetzt den Platz für seine Frau. Ach so. Sagen Sie, falls Ihr Wagen am Montag wieder repariert ist, auf das Angebot mit der Spritztour würde ich gern zurückkommen. Gerne. Sie riechen gut. Danke. Ines? Kommen Sie mal bitte. Entschuldigung. Was soll das? Ich weiß nicht, was du meinst. Jetzt rumgeflirte. Ich bin doch nur nett. Lass das. Nett bist du nur zu mir. Nicht hier, wenn das deine Gäste sehen. Das sind doch keine Gäste. Das sind Trottel.
Ich finde den einen oder anderen ganz charmant. Hallo? Alex. Alex, sag mal, kannst du eigentlich Schlösser knacken? Oh, Georg, das ist jetzt nicht dein Ernst. Alex, sag doch einfach, du bist deine Freundin und hast den Schlüssel vergessen. Ja, was ist, wenn die Nachbarn keinen haben? Also einbrechen werde ich für dich mit Sicherheit nicht. Sag mal, ist irgendwas? Nein, du bist natürlich der Einzige, der Probleme hat. Bis auf die Tatsache, dass meine erste große Liebe vom Bus überfahren wurde, ist alles in Ordnung. Immer auf meine Kosten. Alex hat angerufen. Mhm. Sag mal, Georg, hast du gerade gehört, was ich gesagt habe? Ja, klar. Tut mir leid. So ein Todesfall gibt einem einfach echt zu denken. Gut, wegen dir habe ich natürlich ständig mit Leichen zu tun, aber... Wenn du jemanden beerdigen musst, der dich zum ersten Mal geküsst hat, dann ist das echt was anderes. Alex. Wenn Mario Bernhard umgebracht hat, dann hat das wahrscheinlich mit seinem Rauswurf zu tun. Wahrscheinlich hatte Bernhard irgendwas gegen Mario in der Hand. Ich würde natürlich gerne in der Wohnung selber danach suchen, aber du weißt ja, wie es ist. Ich meine, ein bisschen Ablenkung tut dir ja vielleicht auch ganz gut. Ja, genau. Du tust mir ja nur einen Gefallen. Ja, genau. Danke, Alex. Ja. Vielleicht ruft sie ja noch mal an. Ich bin sowieso nur hier, um umzuziehen. Von mir aus kannst du gern bleiben. Ach, auf einmal? Komm, wir drehen mal eine Runde. Also, wenn du mich fragst, das mit seiner Frau ist nur Tarnung. Ich hab nur Freund. Guten Morgen, Frau Wilsberg. Oh, guten Morgen. Springer übrigens. Ich habe meinen Namen beibehalten. Unter uns, das hätte ich auch gemacht. Wir sind so gut wie geschieden. Wollen Sie sich nicht setzen? Verstehe. Und ausgerechnet an diesem Wochenende will Georg sich mit Ihnen versöhnen. Ganz schön mutig. Sie gehen auf die Jagd? Tauben. Ach, Sie schießen Tauben? Ja. Tontauben. Ist ein ganz normaler Sport. Ach ja, natürlich, das ist bekannt. Hätten Sie Lust? Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Georg, das ist doch Irrsinn. Der Wald ist riesig. Wie sollen wir denn hier eine frisch verbuddelte Leiche finden? Jetzt reg dich ja nicht so auf. Warum bist du denn schon wieder so gereizt? Bist du etwa eifersüchtig? Eifersüchtig? Ich? Auf wen? Keine Ahnung, auf Mario vielleicht. Auf Mario? Naja, er hat Geld, ein gut gehendes Geschäft und Anna mag ihn auch. Ist doch Quatsch. Die kam mir vorhin total fröhlich entgegen. Fröhlich? Ja, fast schon wie ein Pärchen. Mario und Bernhard waren zerstritten. Auf jeden Fall hatte Mario ein Motiv. Ach, das hattet ihr doch alle. Ines hat gesagt, Bernhard ist gestern über euch alle hergezogen. Aber Mario war doch nicht zufällig gestern in der Nähe des Tatorts. Und er ist doch nicht zufällig hier zum Joggen rausgefahren. Du meinst, Mario hat Bernhard hier irgendwo abgelegt? Er hat ihn nicht abgelegt. Er hat ihn vergraben. Taube! Daneben. Sie sehen, es ist gar nicht so einfach. Wichtig ist, mit der Waffe zu verschmelzen, eins zu werden mit der Waffe, verstehen Sie? Mhm. Geist und Körper. Genau, eine Art Vereinigung. Mhm. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Die Vereinigung? Den Sport. Sie sind wahrscheinlich wie ich. Arbeit, Arbeit, Arbeit und an uns selbst denken wir ganz zuletzt. Was für einen Laden haben Sie? Buchladen. Was denn, genau wie Georg? Ja, nein, anders. Eigentlich moderner, größer, mehr Mitarbeiter. Verstehe, dann haben Sie sich auch darüber kennengelernt. Ja, genau, genau so. Er hatte eine Menge Potenzial. Georg, meine ich, früher. Derart abzurutschen. Naja, er hatte schon immer den Hang, sich selber im Wege zu stehen. Haben wir den Hang nicht alle? Umso wichtiger, dass wir uns befreien. Und das gelingt Ihnen immer? Natürlich nicht. Und es gibt vieles, das ich bereue. Frauen, die ich geliebt habe, aber ich konnte sie nicht zeigen. Kinder, die mich nie richtig kennengelernt haben. Aber es ist nie zu spät, nochmal neu anzufangen. Hier, probieren Sie mal.
Wissen Sie, was mit Georg ist? Seit gestern Nacht benimmt er sich so komisch. Ich kenne ihn eigentlich nur so. Taube? Donnerwetter, das war ein Volltreffer. Ja, sehr gut. Nein, das ist Anfängerglück, wirklich. Hier, guck mal. Sowas? Was ist das denn? Ja, tut mir leid. Hier im Wald wachsen nun mal keine Schaufeln. Dein Schuh ist auf. Was? Dein Schuh ist offen. Ach, ich fühle mich sowieso nicht wohl, wenn ich hier im Wald... Was im Wald? Wenn er hier im Wald seine Kontaktlinsen nicht mehr hat. Kontaktlinsen? Ja. Sie haben eine Kontaktlinse verloren. Genau. Ja, und dann auch noch die linke, also die von meinem linken Auge. Da habe ich eh schon einen grauen Schleier, seit ich ein kleiner Junge bin. Und wenn ich da nichts trage, dann... Ecki, komm, ist ja nur eine Linse. Oh, sagen Sie das nicht. Neulich bei der Jagd ist mir auch eine verrutscht. Ach. Hat trotzdem weitergemacht. Nur leider meinen Dackel dabei erschossen. Alfons war ein guter Kerl. Hab ihn hier begraben. Ja, schöner, ruhiger Ort. Ruhiger Ort? Das war einmal. Heutzutage kommt dauernd wer vorbei und kippt seinen Müll ab. Ist ja unfassbar. Heute Morgen, da war jemand drüben am See. Hat mit seinem Wagen am Ufer angehalten und wollte was aus seinem Kofferraum holen. Haben Sie ihn erwischt? Leider nein, der Typ war verdammt schnell. Hat seinen Sack wieder eingepackt und ist losgerast wie ein Teufel. Haben Sie wenigstens erkannt, wer es war? Nein, war ja noch dunkel. Hab nur eine Baseballkappe gesehen. Was fuhr denn der für einen Wagen? Bin ich Autohändler? Warum fragen Sie eigentlich? Reine Neugier. Komm, Ecki, Linsen kaufen. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Fahren Sie auf. Den ersten Kuss, den vergisst man nicht. Nie. Und wenn der Mann dann auch stirbt, den man zum ersten Mal geküsst hat, dann... Obwohl, eigentlich so gut hat er gar nicht geküsst. Ist auch egal, ist traurig genug. Sie wollten den Schlüssel, oder? Den Schlüssel, ja. Aber nur, wenn sie nichts ausmacht. Gar nicht. So, dann alles Gute. Danke und danke fürs Taschentuch. Behalten Sie es. Guten Tag. Guten Tag. Wer sind Sie? Verwandte. Cousins. Zweiten Grades. Und wir sollen hier was abholen. Und aufräumen. Gut, dann will ich gar nicht stören. Sekunde, mein Freund. Einen Moment mal, ja? Wer bist du und was willst du hier? Ein Freund von mir ist Privatdetektiv. Er sucht Bernhard Zeller. Zeller? Ja. Und bei der Gelegenheit, ich bin Anwältin. Nur, dass ihr es wisst. Anwältin? Das ist eine ganz süße. Die hält sich hier ganz clever, die kleine Frau. Zeller ist tot. Was habt ihr damit zu tun, hm? Zeller ist tot? Ja, ist er. Also? Wer kann mir auf 9 mm rausgeben? Oder wollt ihr lieber gleich die Wahrheit sagen? So wird das nie was. Das ist meine Methode, die dauert eben ein bisschen. Hier kann jeden Moment wer vorbeikommen. Ecki, wenn du nervst, dann dauert's noch länger. Komm, geh mal weg. Das kann man ja nicht mit ansehen. Ecki, so doch nicht. Genau so. Au! Ah, verdammt. Scheiße. Mensch, jetzt sau doch Marius' Wagen nicht voll. Mach doch deinen Scheiß alleine. Oh nein. Wie haben Sie das denn hingekriegt? Ich wollte was öffnen. Finger hochhalten. Dann blutet es nicht so. Ist aber ganz schön warm hier drin, oder? Kommen Sie mal mit.
Lassen Sie eigentlich das ganze Wochenende arbeiten? Wir haben ja nur fürs Klassentreffen geöffnet. Deshalb bin ich die Einzige, die sich um die Gäste kümmern kann. Abgesehen von Herrn Achtermann natürlich. Das ist ein schönes Hotel. Wenn es denn mal fertig renoviert ist. Wer weiß, ob es überhaupt jemals fertig wird. Wieso? Thomas hat sich mit der Renovierung total übernommen. Wenn das Finanzamt wüsste, wie er hier die Bücher frisiert. Schwarzgeld? Was bleibt unter uns, ja? Keine Angst. Ich kann schweigen wie ein Grab. Hätte ich das bloß alles vorher gewusst. Aber mir gegenüber hat er immer einen auf reiche Erbe gemacht. Nicht nur, dass er mir meinen Lohn schuldet. In letzter Zeit fängt er auch noch an rumzugrapschen. Wieso arbeiten Sie denn da noch hier? Das frage ich mich auch langsam. Aber ich werde mein Geld schon irgendwie bekommen. Aber wie? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht mit meinem Problem belästigen. Sie kann mich gerne belästigen. Vor allem mit Ihrem Parfum. Sie sind ein Schmeichler. Ach, am liebsten würde ich nach diesem Wochenende einfach meine Sachen packen und dann weg von hier. Aber wohin? Da sollte sich doch was finden lassen. Alex, hast du was rausgefunden? Ja, nichts, was deinen Freund Mario belastet. Aber Bernhard Zeller hatte über 80.000 Euro Schulden. Und die dazugehörigen Schuldeneintreiber dürfte ich auch schon kennenlernen. Schuldeneintreiber? Ja, die haben jedenfalls so getan, als wären sie ziemlich überrascht von Bernhards Tod. Und haben natürlich auch jegliche Schuld abgestritten. Gut, recherchiere einfach weiter. Na Georg, was denn? Alles, was du zu Bernhard Zeller rausfinden kannst. Du hast doch gute Kontakte zur Staatsanwaltschaft. Ja, klar. Und übrigens danke, dass du dich erkundigt hast, ob es mir gut geht oder... Hallo? Georg? Georg, bist du da drin? Was? Ich sag mal, das ist doch Marios Zimmer. Hab mich schon gewundert, dass hier so alberne Hausschuhe rumstehen. Georg, was geht hier vor? Bernhard ist tot. Was? Er hat das Hotel nie verlassen. Jedenfalls nicht lebend. Jemand hat ihn gestern Nacht im Swimmingpool ertränkt. Wer? Ich glaube Mario. Möglicherweise liegt die Leiche noch in seinem Kofferraum. Deswegen suche ich hier überall den Autoschlüssel. Gott. Ich hätte schwören können, dass ich das Zimmer abgeschlossen und den Schlüssel an der Rezeption abgegeben habe. Ha. Sie waren abgelenkt. Sie haben an was anderes gedacht. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe an Sie gedacht. Bitte, treten Sie ein. Danke. Hier ist er auch nicht. Aber vielleicht haben Sie nicht abgesperrt, den Schlüssel aber trotzdem eingesteckt. Waren Sie noch mal im Auto? Nein. Und den Autoschlüssel, den habe ich hier vorne in der Reisetasche, oder? Doch. Genau. Komisch. Aber jetzt mal zu was Schönerem. Ja? Ich zeige Ihnen was. Hier, mein bestes Stück. Nehmen Sie es mal in die Hand. Das fühlt sich gut an. Woran denken Sie jetzt? Körper und Geist? Genau. Sie haben einen guten Griff. Ich wusste, dass Sie ein Gespür dafür haben. Eine englische Seitenschlossflinte mit handgemachter Schäftung. Ein kleines Kunstwerk. Wenn Sie wollen, können wir gleich. Ich komme darauf zurück. Vielen Dank für die erste Trainingsstunde. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Hören Sie, ich möchte nicht aufdringlich erscheinen. Ich meine, offiziell sind Sie ja noch Georgs Frau. Ja, aber auch nur offiziell. Hätten Sie nichts dagegen, wenn ich Sie nächste Woche zu einem Abendessen einlade? Nein, es würde mich freuen. Nehmen wir unten noch einen Drink? Sehr gerne. Ach übrigens, falls wir Georg begegnen, dann machen Sie sich keine Sorgen. Ich find's schön, wenn er sieht, wie gut es mir ohne ihn geht. Eine sehr vernünftige Einstellung.
Frau ja ganz schön wütend gemacht haben. Was meinst du, wie wütend die mich immer macht? Thomas? Was ist? Hast du etwa schon genug von mir? Das könnte ich mir doch gar nicht leisten. Mach dir keine Sorgen. Von mir hast du nichts zu befürchten. Was ist denn los mit dir? Ich will dir einfach nichts vormachen. Thomas, wenn du was brauchst, ich hab genug. Und ich hab satt, allein zu sein. Also vergiss deinen Stolz. Ich hab's doch auch gerade getan. Muss die Leiche irgendwo losgeworden sein. Wenn sie überhaupt jemals da drin gelegen hat. Und warum hat er alles mit Müllsäcken ausgelegt? Als Geschäftsführer einer Müllentsorgungsfirma. Reinlichkeitsfimmel? Georg, ich glaubte ja, was du gestern Nacht gesehen hast, aber Mario? Wer sonst? Hannelore vielleicht. Der traue ich einiges zu, aber die ist einfach zu schwach, um eine Leiche aus dem Schwimmbad hier raufzuzerren. Ich glaube sowieso nicht, dass es einer von uns war. Wir sind doch alles Freunde. Bleibt noch Thomas. Vielleicht hat er Hannelore geholfen. Nee, das glaube ich nicht. Wieso nicht? Weil Hannelore und Thomas die Nacht zusammen verbracht haben. Und Hannelore beim Frühstück nicht aufgehört hat zu betonen, dass sie kaum geschlafen haben. Ist doch kein Wunder, wenn sie erst Bernhard umbringen und dann die Leiche wegschaffen mussten. Thomas hat sich mit Mario immer gut verstanden. Wie glaubst du, dass er Thomas für seine Zwecke eingespannt hat? Er hat er doch schon immer gemacht. Ich kann mich doch erinnern, dass er vor der Lateinklausur ihn überredet hat, den Wagen von Dr. Rettig zu knacken. Quatsch. Was ist? Nichts. Georg? Machst du deinen Kofferraum mal auf? Nee. Warum nicht? Weil ich meinen Autoschlüssel nicht dabei habe. Wirklich nicht? Franziska! Ist das Abendessen fertig? Ich hab gleich Pause. Wenn du Pause hast, entscheide ich und nicht du. Bring mal heißes Wasser. Wie heißt das Zauberwort? Beweg deinen Arsch, Kleine. Und? Heiß genug? Na? Alles in Ordnung? Ja? Wieso? Ich dachte, ich habe da eben sowas wie einen Schrei gehört. Ach, Thomas, der hat sich nur ein bisschen verbrüht. Verbrüht? Wie das denn? Weil er seinen Tee immer viel zu heiß trinkt. Haben Sie mit ihm geredet? Reden wir nicht mehr über den. Wie geht's eigentlich Ihrer Hand? Oh, bestens. So wie Sie die verbunden haben. Dann sind Sie ja bald wieder fahrtüchtig. Wo immer Sie hinwollen. Wie lange wollen wir es eigentlich noch sitzen?
Thomas? Thomas! Scheiße. Thomas, ist alles in Ordnung? Ich dachte... Was? Nichts. Sag mal, schwimmst du immer so? Hast du keine Badehose? Irre witzig. Bist du schon raus? Ich weiß ja nicht, wie oft du hier das Wasser wechselst. Sag mal, bist du nicht damals fast mal im Nichtschwimmer ersoffen? Ein glorreicher Moment in meinem Leben. Einer der wenigen. Und Bernd hat sich eigentlich von dir verabschiedet? Wieso fragst du? Nur so. Wahrscheinlich ist es gut, dass er nicht mehr da ist. Wer weiß, was er dieses Wochenende noch alles angerichtet hätte. So was Ähnliches hat Mario auch gesagt. Ach ja? Weißt du... Bernhard gehört zu den Menschen, die das Unglück anziehen wie ein Magnet. Deshalb bin ich auch froh, dass er nicht mehr da ist. Ich hab auch ohne ihn genügend Pech, du nicht? Oh. Ich hab doch meinen Glücksbringer. Weißt du, für mich ist dieses Hotel die letzte große Chance. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass du dich hier wohlfühlst. Und mich weiterempfiehlst. Wir dachten schon, ihr kommt nicht mehr. Wo ist denn Thomas? Wo soll ich denn das wissen? In seinem Zimmer wohl nicht. Auf mein Rufen hat er jedenfalls nicht geantwortet. Vielleicht braucht er mal eine Pause. Was denn? Ist doch schön, dass ihr euch endlich gefunden habt. War das Wochenende nicht umsonst? Nur kein Neid. Was kann ich denn dafür, dass ich hier die Einzige bin, die noch Sex hat? Apropos, wo ist denn dein Freund? Ich glaube, wir wollen nicht länger auf ihr Dessert warten. Aha. Ich auch nicht. Wie wär's, wenn wir uns nachher auf meinem Zimmer treffen? Bist du sicher? Ich habe ein gutes Gefühl. Schmeckt's nicht? Oder Diät? Ich habe wohl keinen Appetit. Schmoll doch nicht. Dass Georg nichts von dir wissen will, hat nichts mit früher zu tun. Ja, mit seinem Freund. Und sie tun mir echt leid, unter diesen Umständen noch Georgs Frau zu sein. Ich gebe zu, die Umstände sind etwas ungewöhnlicher. Ach, Anna, was ist denn hier so ungewöhnlich? Nichts, wenn man Mord für normal hält. Mord? Habe ich was versäumt? Wer ist der Glückliche? Bernhard. Glaubst du? Ich weiß es sogar. Georg, du immer mit deinen Morden. Moment, wen verdächtigst du denn? Mich. Mich auch? Mich bestimmt. Ihr habt doch alle Schwierigkeiten mit Bernhard. Lieber Georg, du hast ihn gestern Nacht auf sein Zimmer gebracht. Du warst wahrscheinlich der Letzte, der ihn lebend gesehen hat. Wann habt ihr eigentlich Thomas zum letzten Mal gesehen? Guten Abend. Guten Abend. Kann ich dich mal kurz sprechen, Papa? Papa? Seit wann hat Georg denn so eine hübsche Tochter? Das war vor meiner Zeit. Adoptiert. So, Dessert? Sag mal, wie bist du denn ausgerechnet auf Papa gekommen? Papa? Ich dachte, die soll nicht mitkriegen, dass ich für dich ermittle. Hier. Hey, was machst du hier? Familienbesuch. Das kannst du nie wieder gut machen, also spar dir die Worte. Obwohl, das machst du sowieso. Alex, was machst denn du hier? Familienbesuch. Wer ist denn eigentlich die kleine braune Giftspritze? Hannelore. Die hat auch ein handfestes Motiv, Bernhard umzubringen. Ah ja? Mhm. Hannelore Uhlmann wurde vor einem Jahr von Bernhard Zeller verklagt. Seine Frau ist bei einer einfachen Blinddarmoperation ums Leben gekommen, die Hannelore durchgeführt hat. Vor Gericht wurde sie freigesprochen. Da hatte Bernhard ja eher ein Motiv, Hannelore umzubringen. Vielleicht hat er ja Beweis für einen Kunstfehler gefunden und hat versucht, sie zu erpressen. Braucht ja schließlich eine Menge Geld. Ja, eine Frau von ihrer Statur, die kann doch unmöglich... Glaub mir, Thomas, Hilfe schon. Ich frage mich, warum der nicht beim Essen war. Furchtbar, dass Georg sich immer so wichtig machen muss. Ein Schwuler mit einer Scheinehe, der ist doch nicht mehr zu retten. Georg ist schwul? Mein Gott, jetzt wird mir einiges klar. Ich verstehe überhaupt nicht, dass ihr euch über alles so lustig machen könnt. Bernhard ist tot und einer von uns hat ihn wohl umgebracht.
Jetzt lass ich doch von Georg nicht verrückt machen. Bernhard ist abgereist, er ist zu Hause. Nein! Nein, da ist er nicht. Ich habe heute mehrfach versucht, ihn anzurufen. Dann sitzt er in seiner Stammkneipe und erzählt zum 100. Mal die Geschichte von der Jauche und seinen brutalen Klassenkameraden, die alle Schuld haben an seinem verkorksten Leben. Ja, genau. Mein Gott, was ist nur aus euch geworden? Also jetzt tu doch nicht so scheinheilig. Dir ist doch Bernhard ganz egal, oder? Ihr beide. Ihr beide zusammen. Was? Ja, ihr habt Bernhard umgebracht. Jetzt ist aber Schluss, ja? Ja, und Thomas? Wo ist Thomas? Thomas? Abgereist wie dein Freund Bernhard ist Thomas jedenfalls nicht. Bernhard ist nicht abgereist, er ist tot. Ja, ja. Außer deiner Aussage gibt es überhaupt keinen Beweis für seine Ermordung. Und Thomas ist wahrscheinlich spazieren. Ja, ja. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Nichts. Ich hätte nur nicht gedacht, dass du auf so einen Schleimbeutel wie Mario reinfällst und dann auch so schnell. Ich fall auf niemanden rein. Du bist eifersüchtig. Quatsch! Natürlich bist du eifersüchtig. Aber zu feige, etwas dagegen zu unternehmen. Soll ich in deiner Meinung nach unternehmen? Na, hör mal, ich bin doch jetzt schließlich deine Frau. Ach, soll ich dir auch mal meine Flinte zeigen? Warum musst du immer alles ins Lächerliche ziehen? Aber ist typisch für dich. Hauptsache, du hältst dir alles und jeden auf Abstand. Bloß nichts an sich rankommen lassen. Glaubst du etwa, ich würde dir dein Herz stehlen, nur weil du mal zugibst, dass du eins hast? Also im Schwimmbad ist er auch nicht. Im ganzen Keller Fehlanzeige. Super. Nicht mal zum Abendessen lädt mich Georg ein. Und dafür schlage ich mir das ganze Wochenende um die Ohren und komme extra rausgefahren. Was machst du eigentlich noch hier? Auf die Ersatzteile kannst du doch zu Hause warten. Los, komm, steig ein, wir fahren nach Münster, gehen noch schick essen und Georg kriegt die Rechnung. Dann können wir auch gleich die Zeche prellen. Ja, wir können ja auch was zu mir nach Hause bestellen. Was? Ich kann heute Nacht irgendwie nicht alleine sein. Was ist denn los? Ich komme nicht vom Friedhof weg. Verstehe. Deine Ex. Mann, Ecki, ich kann heute nicht alleine sein. Alex, ich fühle mich ja wirklich geehrt, aber findest du nicht so schneller unverbindlicher Sex würde unsere Freundschaft zerstören? Da bist du eigentlich völlig bescheuert, Idiot. Hey, das war doch nicht so gemein. Aua! Ines? Ines! Thank you.
Jackie? Entschuldigung. Sag mal, weshalb läufst du vor mir weg? Ich weiß nicht, warum rennst du hinter mir her? Wo sind wir denn überhaupt? Ich glaube, im Vorratsraum. Wissen Sie, die Scheidung ist eine reine Formsache. Jede Trennung ist auch immer ein Neubeginn. Jeder Tag bietet eine neue Chance. Und jede Nacht. Sie und Georg standen früher immer im Wettstreit, nicht wahr? Hm. Sie glauben doch nicht, dass ich nur deshalb hier mit Ihnen sitze, aus Konkurrenzgründen. Wäre das so abwegig? Meine liebe Anna, vielleicht war das früher einmal so, aber seien wir doch mal ehrlich, heute ist Georg kein Gegner mehr für mich. Er ist leider ein Loser. Finden Sie? Ja. Die Bürotür stand offen, da bin ich halt rein und hab gesehen, dass der Schreibtisch aufgebrochen war. Aber es war niemand mehr da. Und? Wurde irgendwas gestohlen? Bei deinem Freund Thomas ist nichts mehr zu holen. Der Typ ist total pleite. Wer hat dir das denn erzählt? Ines. Oh, Georg. Du hast mittlerweile alles und jeden unter Verdacht. Du hast ein halbes Dutzend Mörder, aber keine einzige Leiche. Mir reicht's. Was denn? Alles. Ecki. Wie ist Ihr Zimmer so? Ich muss es ja leider noch mit Georg und mit Ecki teilen. Kann man die beiden nicht irgendwie loswerden? Ich fürchte, nein. Mein Zimmer wäre eine Alternative. Ah ja? Natürlich, die beiden sind doch kein Umgang für Sie. Auch noch auf engstem Raum. Ja, wenn man es so sieht. Kommen Sie. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Anna! Kommst du? Georg, mach jetzt bitte keine Szene. Ich hab was gefunden. Diesmal bist du dir wirklich sicher? Ja, in der Kühltruhe. In der Kühltruhe? Aber doch nicht etwa zersägt oder so. Oh Mensch, guck doch selbst. Das ist ja widerlich. Absolut ekelhaft. Froschschenkel. Das kann doch nicht wahr sein. In der Tat. Ich dachte, die Dinger wären längst verboten. Anna. Ich räume mir ein, dass ich hier ein Glaubwürdigkeitsproblem habe. Aber hier drin lag Bernhards Leiche. Das mag ja sein, nur... Georg, jetzt mal ganz im Ernst. Ich verstehe wirklich nicht, warum du deine liebenswerte, sensible Frau mit solchen makabren Geschichten belästigst. Ich meine, selbst wenn du eine Leiche gefunden hast, warum läufst du dann zu ihr und nicht zur Polizei? Ja, genau. Anna, jetzt hör mal auf mit dem Theater und sag ihm die Wahrheit. Welche Wahrheit? Die Wahrheit über unsere Ehe. Mein Gott, Georg, wir kennen doch alle längst die Wahrheit. Diese Scheinehe, um deine Homosexualität zu kaschieren. Meine was? Georg, ich finde das alles nur noch unappetitlich und peinlich. Anna, kommen Sie, ich erzähle Ihnen was Schönes. Hier bist du. Was war denn los? Wir hatten doch eine Verabredung. Ja, es war alles ein bisschen viel heute. Geht's um deine Freundin? Du meinst Alex? Das ist doch nur die Nichte von Wilsberg. Hättest du denn jetzt Lust? Ja klar, worauf? Auf eine Nacht am Pool. Jetzt sofort? Viel mehr Nacht wird's nicht. Stimmt. Georg, wir sollten die Polizei rufen. Jemand, der hier alles auf den Kopf stellt. Überhaupt keinen Beweis, keinen einzigen. Aber ich glaub dir trotzdem. Egal, was kommt. Franziska. Ich weiß, das mit uns ist lange her, aber... Einsam? Hm, ein bisschen. Gewöhnt man sich dran? Du meinst, du hast dich dran gewöhnt? Worauf willst du hinaus? Gemeinsam, einsam?
Wäre das dann so? Wahrscheinlich. Georg, wir sind doch keine Teenager mehr. Wir sind älter und reifer und klüger. Ich bin nur älter geworden. Sei doch nicht immer so sarkastisch, Georg. Bin überhaupt nicht sarkastisch. Nein, du willst nur einsam bleiben. Ich will vor allem nicht unglücklich werden. Bist du denn jetzt glücklich? Was denkst du gerade? Ehrlich. Wer hat Bernhard umgebracht? Doch, durchaus geräumig hier. Ja. Schön. Augenblicke, die dürften nie vergehen. Sie meinen jetzt gerade? Ja, jetzt gerade. Ah, oh, ist das herrlich. Hoffentlich kommt dein Chef nicht gleich. Keine Angst, um diese Uhrzeit garantiert nicht mehr. Na los, komm rein. Ja. Beeil dich. Geschlagen und dann ertrunken. Andersrum macht's auch keinen Sinn. Mein Glücksbringer fehlt auch. Ja, und du schließt auf Raubmord. Ach, Anna, ist doch Quatsch. Es ist vielleicht Zeit, dass du mal deine Kollegen rufst. Ja, die sind schon unterwegs. Und du sorg bitte dafür, dass sich alle im Salon versammeln. Hallo? Ist hier jemand? Ich hab's geahnt. Hier ist Overbeck. Das mit dem Hotelmord ist eine Verarsche. Lass die Jungs alle wieder umdrehen. Ja, ab nach Hause. Over and out. Overbeck, endlich, da sind sie ja. Wo sind die anderen? Die sind unterwegs. Gut, also passen Sie auf. Ich ermittle hier undercover. Ich bin nicht Ihre Chefin, ich bin Georg Wilsbergs Frau. Sie haben Wilsberg geheiratet? Zur Tarnung. Sie haben ihn nur zur Tarnung geheiratet? So, die Polizei wäre jetzt da. Das ist, Kommissar Overbeck. Wollen Sie uns nicht vernehmen? Doch, natürlich, Frau Wilsberg. Springer, ich habe meinen Mädchennamen behalten. Wenigstens etwas. Verdächtig sind wir im Grunde genommen alle. Gut. Also, zunächst einmal, denke ich, überprüfen wir alle Alibis, oder? Wenn Sie meinen. Also, wir beide haben ein Alibi. Wir waren den ganzen Abend zusammen. Aha. Nicht den ganzen. Ja, leider. Mir ist kalt, ich zieh mir rasch was über. Gut. Thomas muss seinen Mörder gekannt haben. Es gab keine Kampfspuren. Interessant. Warum ist denn die eine Leiche eigentlich noch hier und die andere schon weg? Wegen Zeitmangel. Der zweite Mord konnte nicht so perfekt durchgeführt werden wie der erste. Moment, für mich ist Bernhard immer noch am Leben. Ach, ich dachte, Bernhard wäre für dich schon lange gestorben. Warum genau hast du ihn eigentlich damals gefeuert? Es war rein geschäftlich. Gut, kommen wir zu den Alibis. Und Thomas hast du dann auch rein geschäftlich umgebracht. Wie bitte? Bernhard war pleite und Thomas war pleite. Dieses Hotel hätte er nur retten können mit dem Kredit von einem Freund. Aber so ein Freund bist du ja nicht. Jetzt pass mal auf, nur weil ich ein bisschen Geld habe, heißt das noch lange nicht, dass ich es an jeden Deppen locker verschenken kann. Was kann ich dafür, wenn die beiden Knalltüten alles in den Sand setzen? Aber Bernhard und Thomas haben dich wegen Geld angehauen. Du hast doch deine Fabrik nur behalten können, weil du Bernhard zum Sündenbock gemacht hast. In Wahrheit bist doch du derjenige, der die Steuern hinterzogen hat. Die Beweise sprachen
allesamt gegen ihn. Ja, weil du sie wahrscheinlich alle manipuliert hast. Nochmals wegen der Alibis. Und Bernhard hat die ursprünglichen Beweise gefunden und dich damit erpresst. Oder wegen deiner Konten in Liechtenstein. Ich habe kein Konto in Liechtenstein. Schön wär's. Aber haben Sie ein Alibi? Das sagte ich bereits. Stimmt. Ich muss mir das nicht länger anhören. Mario, Mario. Ich glaube, der Herr Kommissar legt Wert darauf, dass wir hierbleiben. Unbedingt. Ecke. Wo bleibt die Kleine? Ines. Ich gehe sie holen. Ecki, wo hast denn du hier? Ich habe gehofft, dass ich mich irre. Aber ich hab's geahnt. Was soll das? Du hast im Büro eingebrochen, hast deinem Chef die letzten Reserven geklaut. Das ganze Büro riecht nach deinem Parfum. Verdammt nochmal, das Hotel ist total verschuldet. Ich habe geahnt, dass Thomas Geld hortet, um sich irgendwann damit abzusetzen, wenn ich das Geld nicht genommen hätte. Im Grunde genommen hast du dich nur für das Geld interessiert, ja? Und mich hattest du als Fluchthelfer für alle Fälle eingeplant, richtig? Hör zu, ich gebe dir 10% und schwamm drüber. Das ist nicht dein Ernst. Okay, 20. Du packst jetzt das Geld wieder zurück. Und was bekomme ich dafür? Meine Erinnerungslücke an die letzten 3 Minuten. Ich sagte, das mit dem Mord ist doch keine Verarsche. Nein, verdammt! Und schickt um Himmels Willen die Jungs wieder zurück. So schnell es geht, ja? Probleme? Sehe ich so aus wie jemand, der Probleme hat? Allerdings. Ihr scheint alle so ungeheuer überzeugt zu sein von meinem Mordmotiv. Und was ist mit ihr? Bernhard kann sie genauso erpresst haben. Sie hat seine Frau auf dem Gewissen. Ich habe niemanden umgebracht. Okay, okay. Es war ein Kunstfehler. Das war es nicht. Menschen sterben nun mal. Und für diese Erkenntnis hast du jahrelang Medizin studiert, ja? Ach was! Und warum sollte ich Thomas umgebracht haben, hä? Ich war bereit, ihm mein Geld zu geben. Ich habe ihn geliebt. Aber er dich nicht. Thomas hat nie jemanden geliebt, außer sich selbst. Du warst für ihn auch nur ein Zwischenstopp. Eine Geldtankstelle. Und als du das gemerkt hast, hast du ihn umgebracht. Was ist denn mit der da? Ich? Ich bin unschuldig. Ha, du bist nicht unschuldig und schon gar nicht mit so einer Oberweite. Na los. Okay, ich war letzte Nacht noch kurz im Büro meines Chefs. Und von dort aus konnte ich auch den Streit beobachten. Welchen Streit? Zwischen ihm und Bernhard Zeller. Um was ging es da? Zeller wollte ihn erpressen. Ach, er hat geblufft und ich habe das sofort durchschaut. Gut, kommen wir noch mal zu den Alibis. Und warum sind Sie dann auf ihn losgegangen? Und zwar so sehr, dass Thomas Sie festhalten musste. Aber ich habe Bernhard nicht umgebracht. Ich habe keinen der beiden umgebracht, Anna. Glauben Sie bitte kein Wort, Herr Kommissar. Das ist eine Kampagne gegen mich, eine ganz üble Intrige. Ist doch Quatsch, das weißt du genau. Du musst reden, du mit deiner Tarnehe. Tarnehe? Sie wissen davon? Natürlich, wir wissen alle davon. Alle? Aber dann macht doch die ganze Tarnung keinen Sinn mehr. Ich meine, wenn alle wissen, dass Sie Kommissarin sind. Was? Toll kombiniert, Overbeck, bravo. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Hauptkommissarin Anna Springer, Mordkommission Münster. Ich ermittle jetzt in diesem Fall. Darf ich vorstellen, das ist mein Assistent Overbeck. Das ist Georg Wilsberg, den kennen Sie ja schon alle. Der ist Privatdetektiv. Georg? Anna, Sie haben mich die ganze Zeit... Mario. Was ist... Mario, was ist... Gott, Der blufft nur. Versucht nur Zeit zu schinden. Mario. Fritz. Wo denn? Wo? Wo? Dachte. Ja, ich geh sie holen. Versucht nur abzulenken. Was soll denn das? Es ist doch ein anaphylaktischer Schock. Ich muss einen Luftröhrenschnitt setzen. Ich kann ihn doch nicht sterben lassen. Nimm das Messer. Messer. Ja, guck.
Halt! Ja, Spitze. Endlich. Wahrscheinlich haben die wieder gedacht, es wäre eine Verarschung. Diese Volltrottel. Alle weg, keiner mehr da. Ach, was Wunder. War auch keine Veranstaltung, bei der man länger bleiben möchte. Zwei tot, einer fast. Gut, dass wir sowas nicht jedes Jahr machen. Eins hat mich geärgert. Was denn? Dass du deinen Namen behalten hast. Na gut, beim nächsten Mal heiße ich Springer Wilsberg. Anna, es gibt kein nächstes Mal. Wie ich dich kenne, brauchst du eine Mitfahrgelegenheit. Kennst mich einfach zu gut. Klassentreffen sind eben nicht für Weicheier. Hat man denn inzwischen die Leiche von diesem Bernhard gefunden? Nein. Und Mario bestreitet immer noch, dass er mit dem Tod von Thomas und Bernhard was zu tun hat? Na klar. Wer war es denn dann? Anna ermittelt. Und du? Ich lade mich da raus. Das wäre mal was ganz Neues. Franziska, ich probiere es jetzt schon zum vierten Mal. Melde dich doch wenigstens mal zurück. Was ist? Du bist halt schlecht drauf. Ja, kein Wunder. Geht ja immerhin um seine Klassenkameraden. Ich bin der Cousin. Habt ihr noch einen Cousin? Naja, Bielefelder Zweig, wir sind eine große Familie. Sagen Sie, Herrn Scheller, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Behalten Sie ihn. Danke. Was Bestimmtes? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Ich räume hier nur auf. Du brauchst genauso eine Erklärung wie ich. Die trauernde Witwe nehme ich dir nicht ab. Ist mir scheißegal. Ist wirklich ein Jammer, dass du dich nie auf jemanden einlassen konntest. Ich dachte, Chirurgen dürfen nicht sentimental sein. Ich dachte, Antiquare sind es auf jeden Fall. Das war Mario. Und das weißt du auch. Du willst es noch nicht wahrhaben aus irgendeinem Grund. Wieso eigentlich nicht? Hm? Du mochtest ihn nie. War immer ein selbstherrliches Arschloch. Wir hätten ihn einfach sterben lassen sollen. Dann wäre jetzt alles in Ordnung. Was für eine Ordnung wäre denn das? Na so kommt er frei. Die Polizei hat nichts gegen ihn in der Hand. Findest du das gerecht? Was grinst du denn so dämlich? Alles Fotos von Franziska. Er hat sie eben geliebt. Schon lange vor dir. Sieht so aus, als hätte er sein Leben lang getan. Oh Gott, wie romantisch. Was ist denn das? Empfänger verweigert Annahme. Liebe Franziska, ich kann dir nicht beschreiben, wie leid es mir tut. Hey! Was ist denn das? Und? Was ist es denn? Ich dachte schon, du wärst verschollen. Kann ich reinkommen?
Willst du verreisen? Ja, eine spontane Idee. Wohin denn? Dahin, wo es schöner ist. Willst du was trinken? Nee, danke. Ich habe einen Weißwein offen. Nee, Franziska, wirklich nicht. Ich nehme mir ein Glas. Setz dich doch, mach's dir gemütlich. Warum hast du nichts gesagt? Franziska, warum nicht? War nichts, worauf ich besonders stolz war. Stolz? Ist aber auch nichts, weswegen man sich schämen muss. Doch. Bernhard schreibt darin, dass er dich vergewaltigt hat. Ja. An dem Abend ging wirklich alles schief. An welchem Abend? Von unserer Abi-Feier. Weißt du noch, wir hatten diesen furchtbaren Streit. Du wolltest dich nicht binden und dachtest, die Welt steht dir offen, weißt du noch? Ja. Und als du dann weggegangen bist, da ging es mir nicht sehr gut. Es war auch schön, dass Bernhard da war und mir zugehört hat und mich getröstet hat. Und am Anfang war er auch unheimlich lieb. Vielleicht habe ich ihm falsche Hoffnung gemacht, weil ich ihn zu nah an mich rangelassen habe. War ja für alle immer der Arsch, ne? Aber warum hast du ihm nichts gesagt, sondern stattdessen mit mir Schluss gemacht? Weil nach der Nacht, da war alles kaputt. Warum, Franziska? Warum? Kannst du nicht einfach gehen und die Sache auf sich beruhen lassen? Franziska, weshalb hast du nicht mit mir gesprochen, sondern mit mir Schluss gemacht? Weil ich schwanger war und nach der Sache das Kind verloren habe. Dein Kind. Franziska, in der Nacht, in der Bernhard gestorben ist, da warst du auch im Schwimmbad, oder? Er war sehr betrunken und wollte sich angeblich entschuldigen. Dann hat er mich umarmt und ich habe mich gewehrt und dann sind wir beide ins Wasser gefallen. Ich weiß auch nicht, was da über mich gekommen ist. Ich habe ihn so lange unter Wasser gedrückt, bis er nicht mehr. Wann hat Thomas das denn verloren? Ja, als ich ihn erschlagen habe. Warum? Warum denn auch Thomas? Weil er mich gesehen hat, wie ich Bernhard zum Auto geschleppt habe. Ja, und weiter? Er hat mich verstanden, er hat mir sogar geholfen, auch bei der Tiefkühltruhe. Ja, aber deswegen bringt man doch niemanden um. Ja, weil er Geld wollte. Viel Geld. Wo ist denn Bernhards Leiche jetzt? Irgendwo im Wald, die werden ihn bald finden. Georg, was mache ich jetzt? What else is there to do?
cause you got to know that all you ever gonna have to count on are gonna wanna lean on. It's gonna feel just like those rain.